Macht er nicht auf? Macht ja nichts. Ist ja bloß die Zeitung. Warten Sie kurz, dann könnte ich Ihnen eine Postkarte mitgeben. Freilich. Oh Mist, jetzt habe ich auch noch den Schlüssel vergessen. Thomas! 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 Was ist denn? Was liest du da eigentlich? Hörbildung für die Laien. Das ist die Frau da verordnet. Von Otto, nein. Aber wenn der 80er und ihn der Akademie schon die Beisitzer geben sollen bei der Aufnahmeprüfung, sollte man wenigstens ein bisschen Ahnung haben, oder? Damit keiner merkt, dass ihr gar keine habt. Kümmer du dich lieber um deinen Gerichtstermin, damit du alle Unterlagen dabei hast. Ich hab eh noch 3 Stunden Zeit, bevor ich los muss. Du warst der 80er, war nicht gern. Danach hetzt wieder. Ja, ist recht. Das wird sich jetzt alles ein bisschen verzögern. Ja, ich suche mir die Leichen ja nicht aus. Warten wir nochmal. Herr Kollege, sind Sie wieder dabei? Bloß zur Tatortbegehung. Nachher wird der Hof am Gericht schon wieder fertig sein. Mhm. Aber mit einer ist mir immer breit, Herr Hansen. Ich bin gerührt. Die Todesursache ist eindeutig Genickbruch. Also ein Unfall. Aber ja, das Glander, das ist nicht einmal hüfthoch. Das kann schon sein, gell? Es könnte aber auch jemand nachgeholfen haben. Wenn Sie mal die Wunde an seiner linken Schläfe begutachten. Vom Aufprall stammt die mit Sicherheit nicht. Hat ihm jemand einen Schlag versetzt? Mhm. Das war mit einem scharfkantigen Gegenstand. Um wie viel Uhr ist denn das gewesen? Halb, spätestens 19:45. Entschuldigung, kleine Frage. Der Herr Pfistermeier möchte ja so gern seine Post austeilen. Brauchen wir den noch? Ja, schon, den übernehme ich. Ja. Von mir aus. Und gefällt Ihnen Rosenheim, Frau Doktor? Es ist klein. Ich meine, überschaubar. Und trotzdem passiert relativ viel. Ja, das hält uns auf Trab. Ja, genau. Ich bringe ja die Zeitung alle Tage in der Früh, immer so gegen 9 Uhr. Und heute in der Früh ist einer da was aufgefallen. Was besonders? Ich bin zum Haus, wollte die Zeitung abliefern, wie alle Tage. Und dann ist schon die junge Frau da vom Boden zurückgekommen. Aha. Ich wollte mir noch eine Postkarte mitgeben. Er hat aber den Schlüssel vergessen gehabt. Und dann haben wir durch das offene Fenster da, haben wir dann die Leiche gesehen. Aha. Bitte, Produkte. Gibt es Einbruchspuren? Nein, das Fenster ist intakt. Der Hebel ist wahrscheinlich von innen aufgemacht worden. Stimmt. Und das Fensterbrett, irgendwelche Abdrücke von Schuhsohlen? Nur die von dem Fräulein da. Sagt's, Herr Doktor, Käthe Rosenheim, Sie sind die Frau? Das ist die Frau Fränkel. Sag ich doch. Herr Mohr, es gibt ja hier einige Anwohner. Wiederschauen. Ja, gut. Bestimmt waren auch Spaziergänger unterwegs heute Morgen. Hören Sie sich doch mal um, vielleicht ist jemand was aufgefallen. Ausrecht. Frau Fränkel. Sind Sie auf Ferien dort? Ja, wir sind hier im Urlaub. Und wie lange sind Sie schon da? 5 Tage. Thomas, Herr Kunz hat das Haus für 2 Wochen gemietet von irgendeinem Bekannten. Und Sie sind auch aus Genf? Ja, aber ursprünglich aus Bern. Und in Genf, da leben Sie mit dem Herrn, da haben Sie mit dem Herrn Kunz zusammengelebt? Nein, ich wohne dort in einem eigenen Appartement. Sie sind aber, Sie waren schon ein Paar. Ja, denken Sie, ich bin vom Hostessenservice. Ich bin seine Freundin. Der Herr Kunz, was hat denn der beruflich so gemacht? Er arbeitete bei einer Firma, die medizinische Geräte herstellt. Belach Technics. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, um 7 Uhr. Ich wollte noch in den See ein bisschen schwimmen vor dem Frühstück und Thomas schlief noch. Und hat der hier irgendwelche Bekannten? Hat er vielleicht wen getroffen? Er war 2-mal allein unterwegs. Schon möglich. Und seit Sie da sind, ist da irgendwas Besonderes vorgefallen? Allerdings. Was denn? Ja, gestern Abend ist Thomas' Frau hier aufgetaucht. Sie wusste nicht, dass er eine... Sie wusste nichts von meiner Existenz. War natürlich ein Auftritt. Aha. Ja, nichts aha. Ich habe die beiden allein gelassen, bin in eine Bar nach Rosenheim und als ich zurückkam, war Frau Kunz schon wieder weg. Aber er hat ihr doch sicher verzeiht, was derweilen vorgefallen ist, oder? Ja, extremer Zoff. Thomas war ziemlich sauer. Er sagte, dass er sich nun endgültig von seiner Frau trennen will. Hat er das Ihnen gesagt oder ihr? Ja, ihr wahrscheinlich schon auch. Wissen Sie, ob die Frau Kunz, ob die schon wieder abgereist ist?
Keine Ahnung. Ist mir doch egal. Herein. Ah, Frau Hofer. So kurz vor Ihrem Gerichtstermin wollten Sie mir nur sprechen? Ach, das schafft Ihr Bruder schon allein. Schauen Sie mal, was ich da hab. Der Kontrapunkt beim späten Heiden. Jetzt wollen Sie es aber wissen. Verstehe kein Wort davon, aber schauen Sie mal, wer das Buch geschrieben hat. Da schau her. Ich meine, wenn wir jetzt das Buch geschickt loben, dann erspart uns das vielleicht die Fachsimpelei mit ihr. Hoffentlich ist sie eitel genug. Ach, wer ist das nicht? Ich meine, die Prüfungen sind in einer Woche, müssen wir uns halt ein bisschen doch lavieren. Na, servus. Michi? Die Hotels in der Umgebung müssten abgegrast werden. Jawohl. Ob eine Frau Sarah Kunz abgestiegen ist. Ist das die Frau von dem Toten? Genau. Das ist ihm dahinter gekommen. Scheint so. Das mache ich gern. Michi. Für die Fremde, da müssen wir eine Unterkunft besorgen, weil da lassen können wir es nicht. Nach Anfang lassen können wir es erst recht nicht. Apropos, wo scheint denn mein Nordlicht? Dein Nordlicht scheint gerade im Wohnzimmer. Bitte ein bisschen Tatort erleuchten. Sehr schön. Hallo, Frau Stockel. Rufen Sie doch bitte mal in der Firma Belartechnics in Genf an und teilen den zuständigen Leuten dort mit, dass einer ihrer Mitarbeiter verstorben ist. Thomas Kunz heißt der. Kunz. Ja, genau. Und fragen Sie doch bitte auch gleich, was sein Aufgabengebiet war und ob er hier nur Urlaub gemacht hat oder ob er auch Geschäftliche zu tun gehabt hat. Wunderbar. Bis später. Ja, hier muss er hinuntergestürzt sein. Ja, nettes Häusl. Geht am Bekannten vom Kunz. Naja. See in der Nähe, die Berge. Aber vermutlich nicht wesentlich anders als in Genf. Naja, ob das See und die Berge so schön sind wie bei uns. Natürlich nicht. Aber ich frage mich, warum jemand, der in den Schweizer Alpen wohnt, in die Bayerischen Alpen fährt, um Urlaub zu machen. Herr Hansen, damit ihn seine Frau nicht mit der Geliebten erwischt. Was in diesem Fall nicht geklappt hat, Herr Hartl. Schaut mal. Ja. Der Organizer ist auf seinem Nachtkastel gegangen. Ah ja. Und das war im Sack. Der ist bestimmt kein Wort geschützt. So gerade hier. Aber hallo. Danke, Christian. Da schau her, der ist gestern in Rosenbräu gewesen. Billig über zwei Mittagessen. Ach. Frau Fenkel, da sind Sie ja. Sagen Sie mal, waren Sie gestern Mittag mit Herrn Kunz essen? Nein, tagsüber waren wir separat unterwegs. Wissen Sie, mit wem er sich treffen wollte? Nein, keine Ahnung. Da werden wir wohl oder übel selber nachfragen müssen im Rosenbräu, wer da mit ihm gegessen hat, gell? Das ist ja sozusagen ein gefundenes Fressen für Sie, ne? Eher für den Herrn Hofer, der wird eh bald wieder da sein vom Gericht. Meinen Sie? Servus, Mützi. Wo bin ich? Herr Hansen? Hallo, Mützi. Dein Eck wäre frei. Gut. Wir hätten eigentlich nur ein paar Fragen. Ach so? Dieser Mann. Der war doch gestern hier beim Essen. Ja, der war da. Die Rindsroulade hat er gehabt, mit Blaukraut und Kartoffelbrei. Einen lustigen Akzent hat er gesprochen. Schweizerdeutsch. Kartoffelstock, hat er gesagt, zum Kartoffelbrei. Also eigentlich würde uns ja interessieren, mit wem er hier war. Mit dem Mann, ungefähr in seinem Alter. Hast du ihn schon mal gesehen oder hast du ihn gekannt? Na, das war so ein Halbblatter da. Ein was? Ein halber Glaskopf, ein Mann mit hoher Stirn. Ganz sympathisch auf den ersten Blick, aber dann doch nicht mehr. Inwiefern dann doch nicht mehr? Der hat sein Auto so blöd geparkt, dass ich die Autonummer habe ausrufen lassen müssen, damit ein Wagen wegfährt. Und dann war der stocksauer. Weißt du die Nummer noch? Na, die Nummer nicht, nur die Buchstaben. Rosa. Rosa? R-O-S-A. Weil ich mir nur gedacht habe, die sind vom anderen Ufer. Den Fahrzeugtyp hast du ihn erkannt? Was? Hast du den Fahrzeugtyp erkannt? Schwarz war er auf jeden Fall. Schwarz. Schön. Und weiter? Ja, ganz ein normales Auto halt. Ein normales Auto. Es fällt mir wieder ein. Vier Ziffern und hinten 22. Das ist doch schon ganz schön was. Danke, Mizi. Super, Mizi. Danke. Wollt ihr doch was essen? Soll ich mir was essen? Aber nur eine Kleinigkeit. Genau. Bringst mir ein Kalbshaxen, ein Zimtnödel und gemischten Salat. Und für Sie? Eine kleine. Hm? Okay. So. Das ist lieb, dass du mich fährst. Ist doch gar keiner da. Aus dem dauert es ja nicht lang. Dankeschön. Okay.
Wie oft wird denn das jetzt noch sagen? Gibt's nie von mir her. Von einer Befragung? Ich habe nämlich die Frau von Kunz ausfindig gemacht. Die ist im Hotel Seeblick bestiegen. Das ist gleich in der Nähe von der Villa, die der Mann gemietet hat. Ich hab's gleich mitgebracht. Sehr gut. Haben Sie gesagt, um was es geht? Ja, ich habe gesagt, dass der Mann nicht mehr lebt und dass wir, also ihr, ein paar Fragen an Sie haben. Also habt's. Wie hat sie reagiert auf die Todesnachricht? Ja, geschaut hat sie natürlich schon. Aber das heißt ja nichts, weil die, die am meisten schauen, die waren's da oft. Wisst ihr, was sie ist? Damals. Ja, wo ist sie jetzt? Bei euch im Büro, wird gerade ein Glas Wasser bringen. Den Becher bringen wir ihr. Du darfst dabei den Halt deines Vaters ausfindig machen. Da schau, da wird zwei Zipfen fehlen. Und? Das ist ja ein Klacks. Habt ihr nichts Gescheites für mich? Ja, wir hätten noch einen zweiten Klacks. Schauen Sie doch bitte bei der KTU wegen dem Organizer von Kunz vorbei. Es war natürlich schon ein Schock, als ich dieses junge Ding da sah. Sie hat bis dahin nicht gewusst, dass ihr mal eine Geliebte hat. Woher? Und dass er auch noch mit ihr in die Ferien fährt. Ausgerechnet hierher. Was heißt das, ausgerechnet hierher? Es war irgendwie unser Haus. Thomas und ich mieten es seit ein paar Jahren von einem Freund von mir, der jedes Jahr für 3 Monate ins Ausland fährt. Warum sind Sie diesmal nicht mitgefahren? Weil ich nach Mailand musste. Ich bin Einkäuferin für ein Modehaus in Genf. Aber die Messe in Mailand war nicht sehr ergiebig und so habe ich beschlossen, zu fahren und meinen Mann zu überraschen. Eine unangenehme Überraschung. Es kam zum Streit zwischen Ihnen und Ihrem Mann. Wer sagt Ihnen sowas? Dieses Mädchen. Gab es einen Streit? Über so etwas streite ich nicht. Aber natürlich habe ich meinen Mann gebeten, dass er Stellung dazu bezieht. Und? Was hat er gesagt? Er hat mir eingestanden, dass das Mädchen nichts weiter ist als eine Laune der Natur. Und dass er deswegen selbstverständlich nicht unsere Ehe aufs Spiel setzt. Klingt nach einer harmonischen Lösung. Wie man es unter vernünftigen Menschen erwarten darf. Wenn das alles so friedfertig verlaufen ist, wie Sie sagen, warum sind Sie dann danach gleich wieder gegangen und haben gewissermaßen damit das Feld geräumt? Damit mein Mann die Angelegenheit regeln kann. Ja? Na, Frau Stockel, mal wieder auf Beobachtungsposten. Fortmann, schauen Sie, der Joe bringt wieder sein Gespusi hierher. Der hat nämlich keinen Führerschein. Hättest du vielleicht Lust halt auf einen Lunch im Times Square? Klar, die Zeit nehme ich mir. Naja, sie scheint ihm ja auch nicht abgeneigt zu sein. Mir tut der Joe bloß leid. Aha. Weil er ihr nicht Herr wird, weil sie ihn bloß an der langen Nase herumführt. Letzte Woche haben Sie Joe noch einen Halodri genannt. Was, ich? Also da müssen Sie was missverstanden haben. Was hätten Sie braucht? Mir sind die Heftklammern ausgegangen. Ach, gibt's in der Materialausgabe unten keine mehr? Sie werden lachen. Nein. Gell, Frau Altmann. Wenn Sie mich nicht hätten. Vielen Dank. Frau Kunz, wo waren Sie heute Morgen zwischen 7 und 8 Uhr? Schon klar. Ich war spazieren, allein. Und heute Morgen bei Ihrem Spaziergang, sind Sie da zufällig in der Nähe des Hauses gewesen? Nein, das bin ich nicht. Und ich habe meinen Mann auch nicht umgebracht. Da sollten Sie sich wirklich an das Mädchen halten und Sie vielleicht einmal fragen, wie sie es verdaut hat, dass mein Mann sich von ihr trennen wollte. Davon können Sie ausgehen, dass wir das machen. Eine andere Frage, Frau Kunz. Ihr Mann hat sich gestern mit einem offenbar in Rosenheim ansässigen Herrn getroffen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer das sein könnte? Tut mir leid. Schade. Na gut, danke, Frau Kunz. Das war's erstmal. Bitte schön, Frau Kunz. Vielen Dank. Ach, eins noch. Ihre Arbeit erlaubt es Ihnen, in Rosenheim zu bleiben, bis wir den Fall geklärt haben? Es wird mich ein paar Anrufe kosten, aber ja, es wird möglich sein. Danke. Wiedersehen. Klingt eigentlich alles sehr vernünftig, was uns die Dame erzählt. Ist die Frage, ob sie dahinter nicht ihre wahren Emotionen verbirgt. Auf der anderen Seite, wenn das stimmt, was die Frau gesagt hat, und der Herr Kunz sich von seiner Freundin getrennt hat, dann könnte die auch die eine oder andere Emotion haben. Herein? Ja, da scheint die Frau Doktor gesucht. Tag. Da ich eh gerade zu einem 80er musste, dachte ich mir. Besuchen Sie uns auf einen Kaffee. Bring ich Ihnen meinen Bericht vorbei. Danke. Es hat sich bei der Obduktion nichts wesentlich Neues ergeben.
Den Todeszeitpunkt kann ich exakt auf 7:30 Uhr morgens beziffern. Mhm. Haben Sie in der Wunde an der Schläfe noch irgendwelche Spuren gefunden? Leider nein. Schade. Mhm. Na gut, danke, Frau Doktor. Keine Ursache. Wiederschauen. Herein. Frau von Ort. Grüß Sie. Upsala. Hallo. Hallo. Oh, ein Buch von mir. Lesen Sie das aus Sympathie? Selbstverständlich, aber dessen ungeachtet natürlich auch aus Interesse. Ja, Frau Hofer. Sowieso. Ich habe selten so eine fundierte Studie über den Kontrapunkt gelesen. Das freut mich natürlich, vor allem wenn so ein Lob von Ihnen kommt. Das sind die Notentexte zu den Stücken, die in der Aufnahmeprüfung gespielt werden sollen. Klavier, Violine und Bratsche. Da können Sie sich schon mal einlesen. Wunderbar. Da haben wir ja gleich eine schöne Hausaufgabe. Nicht wahr, Frau Hofer? Ganz schön. Oh. Momental. Es gibt wegen der Landwirtschaftsausstellung in ganz Rosenheim kein Hotelzimmer mehr, außer... Für Frau Frenkel? Außer im Hotel Bellevue. Ja, dann nehmen Sie es doch. Aha. Ja, gut, ist recht. Hallo? Das Bellevue hat 5 Sterne, da würde sich der Verordner aber freuen. Ja, klar. Wenn es nicht anders geht. Ja, gut. Danke, wiederhören. So, das hält man. 275 Euro die Nacht. Na, das ist doch hier Schnäppchen. Vielleicht können Sie das Frau Ortmann schon mal schonend beibringen. Wieso immer ich? Haben Sie in Genf schon angerufen? Bei der Firma Belatechnics ja. Der Herr Kunz war für Innovationen im medizinischen Bereich tätig, insbesondere für Hörgeräte. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Den Halter des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen Richard Otto Siegfried Anton. Und wie heißt er? Richard Otto Siegfried Anton. Herr Schwann. Dr. Siegfried Aumann heißt er. Dann war's ja doch ein Klacks. Gleich gesagt. Und wo wohnt der Dr. Aumann? In Bayerbach. Bayerbach ist einen Katzensprung entfernt von Moos. Da, wo ein Kunz sein Haus steht. Herr Aumann? Ja? Tja, Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim, mein Kollege Hofer. Kommen Sie rein, ja, es ist offen. Herr Aumann, kennen Sie Herrn Thomas Kunz? Ja. Nicht besonders gut. Warum? Herr Kunz ist heute Morgen ermordet worden. Und zwar nicht weit von hier, in dem Haus, das er gemietet hat. Ja, setzen Sie sich. Danke. Woher kannten Sie Herrn Kunz? Von einem Kongress in Amsterdam vor ein paar Monaten. Was war das für eine Art von Kongress? HNO. Heißnasenohren. Sie sind Mediziner, ja? Nein, ich bin Physiker. An der Uni in München. Neuere Forschungen zur Psychoakustik. Ist das Ihr Fachgebiet? Ja. Worum geht's da? Da geht es darum, wie unser Gehör den Schall wahrnimmt. Dann war Ihre Verbindung zu Herrn Kunz also beruflicher Natur? Nein, ich wusste gar nicht so genau, was er beruflich macht. Er hat für die Firma Belatechnics in Genf gearbeitet. Die stellen medizinische Geräte her, unter anderem auch Hörgeräte. Interessant. Das wusste ich nicht. Obwohl Sie im Prinzip im selben Gebiet geforscht haben. Worüber haben Sie sich denn mit Herrn Kunz unterhalten, wenn Sie sich andererseits nicht besonders gut kannten? Über Autorennen. Autorennen? Ja, wir haben beide ein Faible für die Formel 1. Hatten, muss man ja wohl sagen. Dann habt ihr ja gar keinen Mittag gemacht. Keine Zeit. Die Aufnahmeprüfung an der Musikakademie ist ja kein Spaziergang. Da gibt's noch einiges zu tun. Bitteschön. Hübsch. So weit bin ich bei noch keiner Frage gekommen. Dann werde ich ja nächstens 2 schokoladene Ringe auf meinem Kaffee finden. Könnte schon sein. Oh, jetzt habe ich dein Herz zerstört. Ja, Dr. Aumann, das wär's dann. Eine Frage hätte man noch. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 7 und 8? Na, ich war hier. Ich habe geschlafen. Sind Sie verheiratet oder haben Sie eine Freundin, die das bezeugen könnte? Mein Freund lebt in München. Dann gibt es also keine Zeugen? Nein. Schade. Aber bitte, was habe ich mit dem Tod von Herrn Kunz zu tun? Das, Herr Aumann, ist jetzt unser Forschungsgebiet. 275 Euro für eine Nacht. Und Frühstück extra. Wieso muss Frau Frenkel überhaupt in einem 5-Sterne-Hotel übernachten? Weil kein anderes Zimmer frei war und da hat der Herr Hansen... Wieso muss sie überhaupt hier bleiben?
weil sie eine ganz wichtige Zeugin ist und außerdem, weil sie auch noch eine Hauptverdächtige ist. Und wieso ist sie da nicht in U-Haft? Das kostet gar nichts. Weil das bei dem jetzigen Stand der Ermittlungen leider nicht möglich ist. Also gut, Frau Stockel, ich werde das mal so weitergeben. Mal sehen, was man im Innenministerium dazu zu sagen hat. Frau Ortmann, ich kann Sie beruhigen, es ist nur für eine Nacht. Weil, so fix nämlich wie unsere Cops momentan arbeiten, ist der Fall bis morgen gelöst. So, ich habe jetzt Rede und Antwort stehen müssen, der Ortmann. Und was sagt sie? Nein, sie ist gespannt, wie die Leute in München reagieren. Ich habe sie aber beruhigen können, ich habe gesagt, dass ihr den Fall bis morgen gelöst habt. Ja, logisch, sowieso. Ja, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Bringen Sie uns doch bitte mal Frau Frenkel ins Präsidium. Mach ich. Ja, und dann bricht man noch mal eine Verbindung mit der Firma Belar Technics in Genf. Mach ich auch. Super, Frau Stockel. Danke auch dafür. Wann bist du denn heute Abend fertig? 20 Uhr. Gut, dann gehen wir heute Abend schießen. Und wo? In eines der besten Restaurants in Rosenheim. Wo wäre das? Lass dich überraschen. Ja, das mag schon sein, aber danke. Das wird mir jetzt für den Augenblick vollkommen reichen. Ja, gut. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Käffchen? Gerne, danke. Also das war jetzt der unmittelbare Vorgesetzte von Thomas Kunz in Genf. Der Kunz war so eine Art Scout für technische Entwicklungen. Zuletzt war er befasst mit einem Projekt, mit dem es um die Behandlung von Tinnitus geht. Das ist das Pfeifen im Ohr, das ich immer kriege, wenn der Herr Hofer hier herin umeinander blärt. Seit wann blär ich hier herin herum? Seitdem ich Sie kenne. Interessant. Naja, auf jeden Fall sollte am Ende des Prozesses ein Innenohrimplantat herauskommen, das den Tinnitus lindert. Das Ganze basiert auf Erkenntnissen der Psychoakustik. Aumanns Fachgebiet. Genau. Der Aumann war zwar bei Belar Technics nicht bekannt, aber der Kunz könnte den trotzdem irgendwie angezapft haben. Sie meinen Spionage? Genau. Dann sollten wir uns an der Uni mal erkundigen, woran genau Aumann forscht. Na, das sind jetzt Semesterferien. Ja, aber da ist doch immer irgendjemand anwesend, oder? Frau Stockel? Ja. Fragen Sie sich doch bitte mal an der Uni über den Dr. Aumann durch. Siegfried Aumann? Uni München, Fachbereich Physik, Psychoakustik. Mach ich gleich. Ja? Ich sollte mich hier anmelden. Genau, Frau Frenkel. Kommen Sie bitte. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Grüß dich, Frau Stockel. Sag mal, sind die Häuptlinge da? Die Hauptkommissare sind da. Brauchst du was? Naja, das war schon die Auskunft, die ich braucht habe. Servus. Uni. Aumann. Wir haben mit Frau Kunz, der Frau Ihres Geliebten, gesprochen. Ja? Sie hat genau das Gegenteil von dem, was Sie behauptet haben, behauptet. Sie hat gesagt, dass Thomas Kunz sich nicht von ihr, sondern von Ihnen trennen wollte. Hat sie lügt? Ganz klar. Mhm. Sie haben sie gesehen. Ist ja irgendwo kein Vergleich, oder? Die Vorzüge der Jugend. Ja, und worüber hätten Sie dann eigentlich gestritten, wenn angeblich alles in Butter war zwischen den beiden? Oder haben Sie gar nicht gestritten? Klasse. Die hat ihn total den Bären aufgebunden. Tatsache ist, dass Sie und Frau Kunz dasselbe Motiv für einen Mord an Thomas Kunz hätten. Rache dafür, verlassen zu werden. So sieht's aus. Der einzige Unterschied ist, dass das Motiv nur auf eine von Ihnen zutrifft. Ja, da weiß ich auch auf wen. Das wissen wir noch nicht, aber wir werden es mit Sicherheit herausfinden, Frau Frenkel. Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Hotel? Genießen Sie es. Darauf können Sie sich verlassen. So, das war jetzt der Mozart. Haben wir sonst noch was? Mendelssohn, Etüden, Opus 104b. Ja. Sagen Sie, ist das schon legal, Herr 80er? Das mit dem Runterladen. Ja. So, das war's. Mhm. Haben wir noch was? Na, alles erledigt. Wunderbar. Also das mit dem MP3 ist echt eine super Idee gewesen. Alle Achtung. Vor allen Dingen leichter und schneller als Noten lernen, wenn wir es öfter anhören. Wir müssen nur bei der Prüfung aufpassen. Wir dürfen auf keinen Fall im falschen Moment umblättern. Da spielt man einfach bei der Frau von Otto. Das machen wir. Der Organizer von Kunz. Der Organizer von Kunz. Gibt's hier ein Echo? Echo. Hatten die KTU endlich geknackt?
Die KTU hat ihn endlich geknackt. Der Rosenberger aus dem ersten Stock hat's geschafft, der Herr Lunke. Die meisten Daten beziehen sich auf die Zeit vor seinem Urlaub. Termine in Genf und Lausanne. Aber zweimal ist hier das Kürzel SA eingetragen. Siegfried Aumann. Siegfried Aumann. Einmal steht das gestrige Datum neben dem Kürzel. Rosenbräu? Rosenbräu. Und einmal das von morgen. Von morgen? Also wollten Sie sich wahrscheinlich wieder über die Formel 1 austauschen? Austauschen, mit Sicherheit. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Folgendes. Ich sollte mich doch umhören in Moos, ob irgendjemand etwas gesehen oder gehört hat heute Morgen zur Tatzeit. Ja, gut. Jawohl. Ein Nachbar, zwei Häuser weiter, er hat gerade seine Zeitung hereingebracht und dabei ist ein Sportwagen bei ihm vorbeigefahren mit Schweizer Kennzeichen. Und die Frau Kunz fährt einen Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen. Die fährt so einen? Dann war sie doch in der Ferienvilla. Michi, du kommst fast gleich mal ins Hotel und bringst die Dame her. Hab ich doch schon mitgebracht. Eine Fahrt, Herr Kollege, eine Fahrt, ist schon im Vernehmungsraum. Wo nimmt das noch her? Der Organiser vom Kunz. Die KTU hat ihn endlich geknackt. Der Rosenberger ist im ersten Stock. Der Halunke. Sie haben uns angelogen, Frau Kunz. So. Sie waren heute Morgen doch vor dem Haus. Es gibt Zeugen. Was wollten Sie denn da? Ich wollte sehen, ob die Kleine schon abgereist ist. Sie war aber noch da. Ich sah sie durchs Fenster. Ins Haus bin ich gar nicht reingegangen. Vielleicht aber doch. Nachdem die Lisa Frenkel zum See gefahren ist. Nein, ich bin zurück zum Hotel. Wo Sie erst um 8 erschienen sind, sagt der Portier. Eine halbe Stunde nach der Tatzeit. Könnte stimmen. Das heißt, Sie hätten theoretisch und praktisch die Möglichkeit gehabt, den Mord zu begehen. Und wozu? Ganz einfach. Weil er sich eben doch von Ihnen und nicht von der Frau Frenkel hat trennen wollen. Ich dachte, das hätten wir schon abgehakt. Wenn es aber so ist, wie mein Kollege sagt, und es ist meistens so, wie mein Kollege sagt, dann hätten Sie ein Motiv, Frau Kunz. Weil es aber nicht so ist, wie Ihr Kollege sagt, habe ich keins. Na gut, das werden wir sehen. Herr Mohr? Frau Kunz. Sie halten sich zu unserer Verfügung. Wenn Sie die Hotelkosten übernehmen, gerne. Wenn es nicht anders geht. So, ich habe jetzt die Institutssekretärin von dem Dr. Aumann erreicht und die hat gesagt, dass der schon ganz lang an dem Thema Tinnitus forscht. Interessant. Dem Kunst sein Spezialgebiet. Allerdings. Danke, Frau Stockel. Gerne. Die schaut nach einer Riesenmarschelei aus zwischen dem Aumann und dem Kunst. Ja, was ist? Auf geht's. Herr Hofer, was ist das für ein Laden? Ach, der Fall gehört gelöst. Jetzt haben wir schon zwei Hotelzimmer in der Backe. Was? Zwei? Leider. Ja, es stimmt. Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Tinnitus war auch das Fachgebiet von Herrn Kunst. Bei den Treffen mit Thomas Kunz ging es um die praktische Verwertung meiner Forschungsarbeiten. Er wollte auf deren Basis ein Hörgerät entwickeln lassen und dafür von mir die Lizenz erwerben. Was aber leider nicht geht. Ja, weil Sie im Auftrag der Universität arbeiten und ihr die Ergebnisse Ihrer Arbeit gehören. Herr Kunz hat Ihnen die Ergebnisse gestohlen. Ja. Ja? Also wir glauben ja eher, dass Sie mit Herrn Kunz gemeinsame Sache gemacht haben. Ich glaube, Sie sollten mal bei Ihrer Bank anrufen und die Kontobewegungen überprüfen. Also gut. Ich hatte ihm meine Forschungsergebnisse verkauft. Unter der Hand. Ja, was denken Sie, was ich von meinen Forschungserfolgen habe? Gar nichts. Ab und zu mal ein anerkennendes Schulterklopfen von den Kollegen. Aber materiellen Vorteil können Sie vergessen. Sie Arme. Und damit haben Sie die Universität betrogen. Was Sie aber nicht bedacht haben, ist, dass durch die Fertigung der Hörgeräte die Nähe zu Ihrer Arbeit offensichtlich wird. Also schlicht, dass alles herauskäme. Ja. Also wollten Sie aus dem Handel wieder aussteigen? Das wollte ich. Das hat Herrn Kunz bestimmt nicht gefallen. Nein. Er bestand natürlich auf der Fortführung unseres Deals. Und wollte meine neuesten Forschungsarbeiten haben. Aber ich habe sie ihm nicht gegeben. Ja, und damit haben wir einen handfesten Konflikt. Der Herr Kunz hat es in der Hand gehabt und wollte die Sache zu Ende bringen. Und durch den Tod von Thomas Kunz war dieses Problem gelöst. Das nenne ich mal ein Motiv. Ja, das weiß ich. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Wie viel Geld haben Sie bisher erhalten? 3x25.000 €. Er brachte die einzelnen Beträge immer in einen Aktenkoffer an, wie ein Agent. Diesmal auch. Aber ich habe das Geld nicht angenommen. Obwohl er diesmal 50.000 dabei hatte.
Wir haben aber nichts bei ihm gefunden. Wir hätten gerne, dass sich ein paar Kollegen von uns in Ihrem Haus umsehen. Ginge das formlos? Oder brauchen wir einen Untersuchungsbeschluss? Okay, okay, okay. Herein. Ah, Frau Dr. Eckstein. Grüß Sie, Herr Ziger. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie wollten mich sprechen? Ja. Was ich Sie fragen wollte, gefällt es Ihnen bei uns? Ich muss sagen, sehr gut. Die Kollegen sind wirklich nett, die Atmosphäre ist entsprechend. Wieso fragen Sie? Könnten Sie sich vorstellen, dauerhaft bei uns zu arbeiten? Unsere bisherige Pathologin, Frau Dr. Kern, hat uns ja nun verlassen. Also muss ich die Stelle neu besetzen. Aha. Sie wissen, dass ich einen Forschungsauftrag an der Uni München habe. Ist mir bekannt. Sollte sich aber mit der Tätigkeit hier durchaus koordinieren lassen. Ja, Sie müssten ja nicht permanent vor Ort sein, nur im Bedarfsfall. Und München und Rosenheim liegen ja nicht so weit auseinander. Und Rosenheim ist nicht Chicago. Das stimmt. Also wird sich der Ansturm auf Ihren Tisch in Grenzen halten. Es gibt also keinen Grund, Nein zu sagen. Und wenn, dann räumen wir ihn beiseite. Vielen Dank. Servus, Bernd. Frau Bedere. Ihr wisst, was zu tun ist? Sicher. Machen wir Schluss für heute. Würde ich auch sagen. Wie schaut's aus? Kommen wir mit zum Rosenbräu? Danke, nein, ich zieh's eher ins Times Square. Bitte. Sag mal, was ist das für eine Art von Veranstaltung? Ja, eine geschlossene. Du schließt wegen deiner Ariane das Times Square? Ja, das ist, ich hab dir doch gesagt, dass das die Frau für mich ist. Und zwar mir gedacht, da muss ich ein bisschen was bieten. Und das hat die noch nie erlebt, dass man für sie so kalt zugesperrt hat. Ja, also ich auch noch nicht. Schönen Abend noch, Kaspar. Sven, morgen ist doch wieder auf. Ganz normal. Ja, ja, ganz normal. Ja, der Joe muss aufpassen, dass er sich nicht verrennt. Allerdings. Hat sich denn die Spuse schon gemeldet? Ja. Im Haus von Herrn Aumann ist kein Geld gefunden worden. Muss nichts heißen, er kann das Geld auch anderswo versteckt haben. Stimmt. Glauben Sie, dass er den Kunz gemeldet hat? Schon möglich. Er war in einer Notsituation. Dass er das Geld trotzdem mitnimmt, kann ich mir vorstellen. Allerdings. Aber für den Haftbefehl reicht es trotzdem mit. Leider. Leider. Was hat der Joe? Ist Times Square zugesperrt? Und ist drin mit dir allein beim Essen gesessen. Sauber. Hat mir der Hans erzählt. Jetzt übertreibt es aber. Wenn er das öfter so macht, dann wird er seine Gäste aber ganz schnell los. Und seine Freunde auch. Ist aber ganz schön angefressen. Kein Wunder. Ja, allerdings. Hofer? Ah, kein Rippen vom Teufel. Herr Hansen. Ich habe nochmal nachgedacht. Angenommen, Dr. Aumann sagt die Wahrheit. Und Herr Thomas Kunz nicht ermordet. Und er hat auch das Geld nicht an sich genommen. Dann müsste es doch jemand anders gewesen sein, hm? Ja, die Frau hat für den Geld gekostet und die Freundin auch. Also die Frau von Kunz ist ziemlich gut gestellt. Sie hat einen lukrativen Job, außerdem wird sie die Erbin ihres Mannes sein. Sie hat die 50.000 nicht nötig. Naja, dann fällt's wohl auf die Freundin, die Lisa Frenzel. Würde ich vermuten. Aber laut eigener Aussage war sie ja im See baden. Die Frage ist, wo das Geld gekommen ist. Also wenn die Lisa Frenzel die Täterin war, dann muss sie das Geld irgendwo in der Nähe versteckt haben, weil viel Zeit hat sie nicht gehabt nach dem Mord. Das Auto, der See und der Weg dorthin. Zum Beispiel. Na gut. Ich werde Herrn Mohr drauf ansetzen. Wieder, Herr Kollege. Herr Mohr! Was gibt's denn da? Die Frau von Otto wird von ihrem Chauffeur ins Präsidium gebracht. Ja, und das macht er mittlerweile täglich. Das war ein schöner Abend gestern. Nur wir beiden. Machen wir das heute wieder? Dann kann ich, glaube ich, meinen Laden ganz zusperren. Na, heute ist Business as usual. Schade. Aber ich hätte eine andere Idee. Segelst du gern? Allerdings. Ich habe nämlich ein Boot. Also keine Yacht, aber für uns zwei wie geschaffen. Das sollten wir uns die nächste Zeit mal vornehmen. Was meinst du?
Morgen, Herr Kasper. Morgen. Sie haben ein Boot? Ein Boot? Ich? Ja. Also, nicht jetzt ich persönlich, mehr zur Verfügung, ja. Vom Herrn Hansen quasi. Das wäre sehr großzügig vom Herrn Hansen. Ja, so ist er. Nehmen Sie doch bitte schön Platz, Frau Lauter. Ist Frau Hofer gar nicht hier? Nein, die kommt ein bisschen später, die hat noch auf ihrem Hof zu tun. Dann können wir ein bisschen über meinen Kontrapunkt plaudern, bis Frau Hofer hier ist. Gern. Wollen wir dazu einen Kaffee trinken? Herr 80er! Frau Stockel, bringen Sie uns doch bitte zwei Kaffee rüber. Wie hätten Sie denn die gerne? Einen mit Milch und Zucker. Und einen für mich. Ja, ist recht. Kommt sofort. Wer ach, der Herr Dr. Lauser König. Aha, ja, wann? Sofort. Gut, danke. Ich muss noch schnell mit dem Innenministerium telefonieren. Dauert nicht lange. Kurzes Gespräch. Ja, ja. Ja, Herr Dr. Lauser-König, 80er hier, was kann ich für Sie tun? Aha, der Fall Frank, aha. Moment mal noch. Das Flascherl ist eine kleine Wiedergutmachung. Auch im Namen von der Ariane. Mit lieben Grüßen. Liebe Grüße, die hat ja ganz schön im Griff, du. Ach, wo, das schaut bloß so aus. Also, du kennst mich doch, ich und die Frauen. Na, ich hab die Fäden voll in der Hand. Voll in der Hand? Ja. Aber ich wollte nur was anderes fragen. Was denn? Oder, beziehungsweise hätte ich eine Bitte. Ja. Also, könnte ich, ne, oder könntest du mir? Bitte? Oh, störe ich? Nein, keineswegs. Ja. Mir rinnt auch nichts. Okay. Frau Ortmann. Herr Kasper. Ja? Ich wollte mich nur nach dem Stand Ihrer Ermittlungen erkundigen. Läuft viel geschmiert. Umso besser, denn ich habe soeben erfahren, dass es noch ein zweites Hotelzimmer gibt, das bezahlt werden soll. Für eine Frau Kunz. Wo doch gerade erst das Zimmer im Bellevue vom Innenministerium genehmigt wurde. Na sehen Sie, es flutscht. Dass Sie das wieder so locker sehen. Wofür jetzt ein zweites? Zwei Verdächtige, zwei Zimmer, ne? In München wird man nicht sonderlich erbaut sein von solchen Eskapaden. Aber von anderen Dingen, die sich hier zutragen, wahrscheinlich auch nicht. Naja, München ist ja weit weg. Ja. Ein schönen Gruß an Ihren Kollegen, wenn er hier irgendwann mal wieder auftauchen sollte. Mach ich. Tschüss. Ja. Ah ja. Und das lässt sich jetzt nicht beschleunigen? Herein? Ach, grüß Sie, Miedernand. Ja, selbstverständlich. Herr Dr. Lauser-König, wir verbleiben so. Das tut mir leid. Ging nicht anders. Wir wollten die Zeit bis zu Ihrem Erscheinen eigentlich mit einem Gespräch über meinen Kontrapunkt füllen. Aber Herr 80er hatte ein dringendes Gespräch. Ah ja. Ja, und jetzt läuft uns die Zeit davon. Professor Mühlhaus erwartet uns in einer Viertelstunde in der Musikakademie. Dann. Kontrapunkt. Oh ja. Sagen Sie mal, also recht giftig, die Frau Ortmann. Ja, ist ja auch ein Skandal, gleich zwei Hotelzimmer. Und dann wird es ihr gestunken haben, dass die in München das Zimmer in Bellevue abgesegnet haben. Dann können wir ja in Zukunft alle unsere Verdächtigen dort unterbringen. Oder uns selber. Ja. Super. Habt ihr es recht fein. Der Vieh will ja die ganze Arbeit machen. Wer sonst? Also, ihr habt die 50.000 Euro gefunden. Super, Mie. In einem Bootshaus, in einem vollkommen verrotteten Kahn. Wo ist das Geld jetzt? Lieber Herr Hansen, das Geld ist bei der KTU. Weil auf der Kante von dem Koffer, wo das Geld drinnen war, ist nämlich Blut. Die Verletzung an der Schläfe. Dann hat sie also gelogen, die Frau Frenkel. Holen Sie sie uns bitte aus dem Hotel. Oh, Herr Hansen, jetzt kannten Sie mich schon ein bisschen besser kennen, oder? Keks. Wir haben das Geld gefunden. In einem Koffer. Mit Blut dran. Unten am See, in einem Bootshaus. Wo Sie es versteckt haben. Nein. Frau Frenkel, warum leugnen Sie? Ich garantiere Ihnen, dass wir Ihre DNA in dem Versteck finden. Sie sollten wissen, wann Sie verloren haben. Verloren. Genau. Verloren. Thomas hat mir an dem Morgen eröffnet, dass er zu seiner Frau zurückkehren will. Schön wär's gewesen mit uns, doch jetzt sei's vorbei. Und es sei natürlich klar, dass er meine Rückreisekosten übernimmt. Der Arsch.
Er hat mir tatsächlich 500 Euro zugesteckt für den Flug und dann ist er in der Dusche verschwunden. Sie wussten von dem Koffer mit dem Geld? Keine Ahnung, warum der so viel mit sich rumschleppt. Und dann haben Sie den Koffer an sich genommen. Ich dachte mir besser als seine mickrigen 500. Gerade als ich abhauen wollte, kam er aus der Dusche. Er hat die Lage sofort geschnallt. Er wollte mir den Koffer abnehmen. Ich habe ausgeholt und habe ihn mit der Kante am Kopf getroffen. Unglücklich. Er stürzte über das Geländer in den Salon. War sofort tot. Frau Frenkel, Sie sind vorläufig festgenommen und liegen sich dringend in den Tatverdacht, Thomas Kunz ermordet zu haben. Frau Frenkel, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. Kommen Sie mit. Das habe ich nicht gewollt. Dann können wir jetzt Frau Ortmann die frohe Nachricht überbringen, dass wir kein Hotelzimmer mehr brauchen. Ach so. Ja, dann werde ich der Frau Ortmann die frohe Nachricht überbringen.